Mein Name ist Paul Völker, ich bin 21 Jahre alt und das hier ist das Projekt Reliving. Mein Name ist Paul Völker, ich bin Fitnessathlet und man kann mittlerweile sagen Influencer. Ich bin ein sehr zielstrebiger und ehrgeiziger Mensch, der genau weiß, was er möchte und auch weiß, wie er da hinkommt. Ich bin mit 13 bei meinem Hausarzt gewesen und ich war wirklich dick. Und der hat mich dann, gegenüber war so eine Physiotherapiepraxis, zur Physiotherapie geschickt, weil ich eigentlich über Rückenschmerzen geklagt habe. Dann habe ich da so 4, 5, 6 Behandlungen genossen, in denen sie irgendwie versucht haben, meine Rückenschmerzen zu mindern. Und dann bin ich denen da aber, weil ich ein so unangenehmes Kind war, so auf den Sack gegangen, dass die mich in einen Trainingszirkel gesteckt haben, den sie auch mit in dieser Physiopraxis hatten. Und da habe ich dann das restliche Rezept Sport gemacht. Das waren, glaube ich, so insgesamt 20 Behandlungen. Und nach diesen Trainingszirkelgeschichten habe ich mir dann irgendwann überlegt, okay, das bringt irgendwie Spaß, da kann ich schwere Sachen bewegen, das ist cool. Und dann habe ich mich, oben drüber war so ein Fitnessstudio, so ein ganz stinknormales Fitnessstudio ohne gute Trainer, einfach angemeldet und habe dann da mehr oder weniger ein Jahr lang Sport gemacht. Mit Betonung auf mehr oder weniger. Also ich hatte meine Mutter überredet, ich hatte einen Probemonat, mir einen 12-Monats-Vertrag zu kaufen. Da bin ich aber gefühlt nur 10-mal da gewesen. Und danach habe ich dann das Studio gewechselt und das Engagement ist gewachsen. Ich bin immer ehrgeiziger geworden, ich hatte immer mehr Spaß am Sport, ich habe immer mehr Ergebnisse gesehen, habe das Ganze dann irgendwann auch auf Instagram geteilt und so bin ich zum Sport gekommen. Ich bin selbstständig, ich berate Firmen im Bereich Social Media, HR, Marketing und ich bin Influencer. Also ich verdiene Geld mit Instagram und TikTok. Ich möchte Menschen dazu bewegen, sich zu verändern. Ich möchte Menschen dazu bewegen, Sport zu machen. Ich möchte Menschen dazu bewegen, so auszusehen, wie sie gerne aussehen möchten und ihnen den Weg dahin zu zeigen. Die Trennung meiner Eltern, da war ich ungefähr in der 4. Klasse, gemeistert. Habe ich sie gemeistert, weiß ich nicht. Also so große emotionale Erlebnisse in so jungem Alter zu verarbeiten, ist sehr schwierig. Ich bin mittlerweile darüber hinweg. War einfach eine sehr traurige Zeit. Das war auch der Auslöser dafür, warum ich so dick geworden bin. Ich war als kleines Kind immer sehr dünn und habe danach den Frust der Trennung in mich reingefressen. Tiefen sind ja immer subjektiv. Also meine Tiefen in meinem Leben wären für andere Hochs gewesen. Deswegen würde ich nicht behaupten, ich hätte ernsthafte Tiefen in meinem Leben gehabt. Wenn ich kleine Tiefen hatte, dann habe ich durch die Erziehung meiner Mutter zum Glück immer sehr schnell relativieren können. Auch schon sehr, sehr früh und feststellen können, okay, hey, mir geht's. Also das ist zwar für mich nicht schön, was jetzt gerade passiert, aber mir geht's nicht kacke im Vergleich zu anderen. Deswegen habe ich Tiefen nie so als Tiefen wahrgenommen. Meine Schulzeit war von der 1. bis zur 8. Klasse mittelmäßig. Ich war sozial nicht wirklich akzeptiert, was auf der einen Seite daran lag, dass ich früh eingeschult wurde, auf der anderen Seite fehlgeschlagene Erziehung eines Einzelkindes. Das hat sich dann nach der 8. Klasse geändert, da habe ich wiederholt und war auf einmal so in so einem mittleren Alter. Ich war nicht der Älteste, aber dadurch, dass ich vorher mit der Jüngste war, war ich irgendwo so im Mittelfeld, war aber trotzdem einer von den Großen, war sozial auf einmal akzeptiert und mein Sozialleben hat sich von gar keine Freunde zu sehr viele Freunde gewendet.
Danach hatte ich in der 10. Klasse ein kleines Tief, wo ich keine Lust mehr auf Schule hatte. Da habe ich dann noch einmal wiederholen müssen. Das in der 8. Klasse war freiwillig. Und danach war mir Schule relativ egal. Ich habe einfach nur noch gewusst, okay, ich will mein Abi machen. Das habe ich auch gemacht. Gut. Und habe währenddessen mich aber auf meinen Sport und auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Ich bin Legastheniker und ich tue mich mit allen Sprachen unfassbar schwer. Das war demotivierend und hat keinen Spaß gebracht. In fast allen anderen Fächern kann ich im Nachhinein sagen, war ich unterfordert. Das war auch das, was mein Vater damals gesehen hatte im Kindergarten und mich deswegen früher eingeschult hat. Und ich glaube, wenn die soziale Akzeptanz anders gewesen wäre, hätte ich problemlos, ohne zu wiederholen, die Schulbahn vollenden können. Das habe ich dann aber durch die Selbstständigkeit, ich habe mich 2-3 Tage nach meinem 18. Geburtstag selbstständig gemacht, ausgeglichen und habe dann da meine Energie reingesteckt. Sich Ziele zu setzen und diese auch regelmäßig zu kontrollieren, ist enorm wichtig. Ich habe auch ein paar Ziele für 2020, davon habe ich aufgrund von Corona ein paar noch nicht erreicht, die meisten habe ich aber schon erreicht. Ich stecke mir Quartalsziele und Jahresziele und dann habe ich noch ein paar Langzeitziele und schaue, dass ich immer von Step zu Step gehe und die Quartalsziele erreiche, weil wenn ich alle Quartalsziele erreiche, dann erreiche ich am Ende mein Langzeitziel. Freunde habe ich nicht viele, das ist so eine ausgewählte Handvoll von Menschen. Mit denen versuche ich regelmäßig Zeit zu verbringen. Ich schaffe es nicht immer. Meine Familie sehe ich, seitdem ich nicht mit meiner Mutter zusammenwohne, unregelmäßig. Ich versuche meine Großeltern so oft wie es geht zu besuchen und auch regelmäßigen, zumindest telefonischen Kontakt zu meinem Vater zu halten. Ich will besser sein als andere. Und ich weiß, dass ich, wenn ich nicht jeden Tag alles gebe, nicht besser werde als andere und wenn ich besser bin als andere, ich bleibe. Weil da sind andere draußen, die geben jeden Tag 100%. Und wenn ich nicht jeden Tag 110% gebe, dann überholen sie mich irgendwann. Ich bin halt mit mir selber unfassbar zufrieden und habe auch nur Menschen, die mit sich selber sehr zufrieden sind in meinem privaten Umfeld. Und wir verstehen uns gut und ich kenne das von anderen Menschen, die streiten sich mit irgendjemandem. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren mit niemandem ernsthaft über irgendetwas gestritten. Das gibt es bei mir überhaupt nicht. Ich bin mal sauer, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Vor allen Dingen, wenn ich auf Diät bin, für 3 Sekunden. Dann überlege ich kurz, beeinflusst das mein Leben in 5 Jahren? Nee. Okay, also brauche ich nicht sauer sein und dann bin ich nicht mehr sauer. Ich zweifle jeden Tag, das ist menschlich. Ich bin grundlegend von mir überzeugt und ich weiß, ich kann alles schaffen. Es gibt aber auch Tage, an denen ich demotivierter bin, an denen ich weniger Stärke zeigen kann, wo ich dann auch schwach werde. Und dann ist es so, dann ist aber der Faktor, dass wenn etwas nicht so läuft, wie es ist, muss ich mir so wenig Stress daraus machen, wie ich kann. Weil Stress killt dich, killt vor allen Dingen bei mir die Form, wenn ich zu viel Stress habe. Deswegen nehme ich es dann hin, dann ist es so, ändern kann ich es eh nicht mehr und dann bleibt es auch so. Du musst dich selbst lieben, weil am Ende bist du wieder mit dir alleine. Du kannst alles schaffen und es ist scheißegal, was andere sagen. Schein trügt. Also, du musst ganz tief in der Materie drin sein, um zu sehen, wer wirklich so ist und wer nur so tut. Es gibt ganz viele aufgesetzte Dinge und es gibt ganz viele optische Sachen, auf die die Menschen heutzutage Wert legen, die eigentlich unwichtig sind. Am Ende spiele ich da aber auch mit, weil du mitspielen musst, um im Social-Media-Bereich Erfolg zu haben.
Ich gehe auch ein bis zweimal die Woche zum Friseur und sehe fast immer wie aus dem Ei gepellt aus. Das tut nicht jeder 24 Stunden am Tag. Auf Social Media hast du aber das Gefühl, jedes Bild ist am Ende bearbeitet. Aber dadurch, dass jedes Bild bearbeitet ist, fällt es gar nicht mehr auf. Das ist so ein ganz mieser Kreislauf und wenn du dich da zu sehr von beeinflussen lässt und du nicht weißt, dass es so ist, macht es dich verrückt. Macht Dinge, die ihr liebt, die für euch keine Arbeit, sondern ein Hobby sind und macht sie mit Leidenschaft.